Liebe Zuschauer, es ist wieder Mittwoch und damit Zeit für eine neue Folge DOZ News. Herzlich willkommen. Nach dem schrecklichen Amoklauf in Heidelberg mit einer Toten sowie mehreren Verletzten sind nach wie vor viele Fragen offen. Das Forum Waffenrecht, die Vertretung der Legalwaffenbesitzer in Deutschland, zeigt sich erschüttert und spricht den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie der Täter an die Waffen kommen konnte, die er offenbar kurz vorher im Ausland gekauft hatte. Weder Täter noch Verwandte hätten laut Medienberichten eine Erlaubnis gehabt, Waffen zu besitzen. Das Forum Waffenrecht fordert die Bundesregierung auf, mögliche Vollzugsdefizite geltender europäischer und deutscher Gesetze umfassend zu untersuchen. Reflexartige Rufe nach Verschärfungen des Waffenrechts seien hingegen nicht angebracht. Vor allem in rechtsrheinischen Stadtteilen Kölns machen Anwohner und Verkehrsteilnehmer immer häufiger Bekanntschaft mit Wildschweinen. Die Jagdbehörde registriert seit Monaten eine steigende Zahl von Meldungen. Bereits im Herbst sprachen lokale Medien von einer Wildschweinplage. Die Sauen verwüsten Grünflächen und Privatgärten. Die Stadt Köln warnte Spaziergänger davor, sich Wildschweinen zu nähern. Erst Mitte Januar hatte mitten in Köln-Buchheim ein Keiler eine junge Frau auf dem Weg zur Arbeit im Morgengrauen umgerannt und ihren Hund schwer verletzt. Das Bayerische Verwaltungsgericht hat den geplanten Abschuss des Problemwolfs gestoppt, zumindest vorerst. Eine Gefährdungssituation für die Gesundheit von Menschen oder die öffentliche Sicherheit, die eine sofortige Entnahme des Wolfes erfordere, ist nach Auffassung der Kammer derzeit nicht vorhanden, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts. Bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache dürfe deshalb von der erteilten Abschussgenehmigung kein Gebrauch gemacht werden. Ein Bundestagsplenum mit weitgehend leeren Bänken ist ein Bild, das jeder aus dem Fernsehen kennt. Doch der CDU-Abgeordnete Tino Sorge aus dem Wahlkreis Magdeburg in Sachsen-Anhalt musste jetzt mediale Prügel einstecken, weil er 3 Bundestagssitzungen im Jahr 2020 verpasst hatte. Der Grund? Sorge bereitete sich auf die Jägerprüfung vor, die er dann auch erfolgreich ablegte. Ursprünglich sollte der Kurs in der sitzungsfreien Zeit stattfinden, war dann aber vom Veranstalter verlegt worden. 2 Ausbildungstage sowie die Jägerprüfung kollidierten deshalb mit den Sitzungen im Bundestag. Nach ASP-Funden von infizierten Wildschweinen außerhalb der bisherigen Zonen hat der Freistaat Sachsen seine Restriktionsgebiete erweitert. Festgestellt wurden 2 ASP-Fälle bei Sauen südlich des Kerngebietes Meißen in der Lausnitzer Heide sowie westlich der Bundesautobahn A13 bei der Gemeinde Schönefeld. 2 weitere Fälle in der Gemeinde Bernstedt auf dem Eigen sowie in der Gemeinde Herrnhut. Insgesamt wurden in Sachsen bislang 854 ASP-Fälle bei Wildschweinen registriert. Und so viel zu den Meldungen dieser Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Weidmannsheil.